haben What's Hot, unsere Kategorie. Da geht es darum, die neuesten Trends aufzuspüren. Und das kann nur eine, unser süßes Engelchen Lena Wickert. Und die hat jetzt was entdeckt. Meine Güte, eine Katzenfußballmannschaft. FC Werder Cats. Mann, wie das wohl aussieht, wenn die Pfote geben, das sehen Sie jetzt. Vergessen Sie die WM, vergessen Sie auch die EM, denn heute findet hier ein ganz besonderes Fußballspiel statt. Und zwar das Fußballspiel der FC Werder Cats. Das ist die erste Katzenfußballmannschaft der Welt. Und ich sitze jetzt hier mit dem Trainer und das ist Thomas Zupan. Hallo. Hallo. Können Sie uns mal sagen, was denn hier uns heute erwartet für ein Spiel? Naja, unsere Jungs sind sehr fit. Wir haben eine richtig tolle Mannschaft zusammengestellt. Dies hier ist unser Star. Das ist King Champion Artus. Und wir haben eine taktische Aufstellung, die sehr offensiv ausgerichtet ist. Im Tor steht heute unser Champion Luis. Und wir haben eine Vierer-Abwehrkette, wie das im modernen System so ist, mit Richie, Zorro als Abwehrchef, Orca und Emil, der schon sehr erfahren ist und hinten auch mal ein bisschen abräumen kann. Im Mittelfeld haben wir Mikes, Bonsai und natürlich als Spielgestalter Champion King Artus. Und im Angriff unsere pfeilschnellen Amadeus, genannt Gotti, Billy Blue als Sturmspitze, unser Podolski. Und links über links kommt unser türkischer Import Ivo. Und dann haben wir noch eine kleine Jugendabteilung, weil der FC Bayern kauft ja auch schon 9-Jährige und wir müssen ja auch für den Nachwuchs sorgen, damit wir fit und stark bleiben. Dafür haben wir unsere zwei Blaubeeren, Henry und Darius. Ja, genau. Und Cosimo II. Das ist unsere Jugendabteilung. Okay. Und natürlich gibt es noch Emmy als Präsidentin und eine Managerin. Also ein kompletter Verein. Wunderbar. Und vor dem Spiel muss noch trainiert werden, oder? Ja, absolut. Wir müssen ja für unsere Fitness sorgen. Und dann geht es los. Und wir haben große Aufgaben vor uns. Okay, dann bereiten Sie mal Ihre Mannschaft vor und wir sehen uns gleich wieder zum Spiel. Dankeschön. Doch vor dem Spiel die wichtige Aufwärmphase mit Trainer Thomas Zupan. Und die Spieler des FC Werder Cats wissen, nur wer richtig vorbereitet ist, kann auch im Spiel absolute Höchstleistung bringen. Der Anpfiff steht kurz bevor, da ist er schon. Und sofort greift sich Mittelfeldstratege King Artus den Ball. Henry und Zorro in der Raumdeckung ohne Ball, doch dann ein ansehnlicher Flugkopfball von Zorro. Ball zu Cosimo 2, direkter Pass zu Billy Blue. Doppelpass zurück zu Cosimo 2, Stockfehler. Aber ein sensationell ausgeführter Einwurf von King Artus zu sich selbst. Und da ist das Tor! Tor, Tor, auch die Zuschauer flippen aus. Und hier noch einmal der sensationelle Treffer in der Zeitlupe. Wahnsinn! Und das Spiel wird wieder angepfiffen, aber merkwürdigerweise plätschert das Ganze jetzt so dahin. Die Spieler scheinen etwas müde zu sein. Auch das Publikum fängt schon an, sich zu langweilen. Ja, es ist kein tolles Spiel mehr, aber hier ist der Abpfiff. Es bleibt beim 1:0. Nach dem Spiel können sich jetzt die Spieler endlich erholen und ein bisschen ausruhen. Genau. Und Sie erzählen vielleicht unseren Zuschauern, wie Sie überhaupt dazu kamen, zu der Gründung der FC Werder Cats. Ach, ich habe eigentlich schon seit meinem 17. Lebensjahr Katzen. Ich kann mir ein Leben ohne Katzen nicht vorstellen, meine Frau auch nicht. Und irgendwann sagte meine Frau, du bist doch so ein blöder Fußballfan, du guckst ja auch dauernd Fußball, machen wir doch eine Fußballmannschaft. Und dann fingen wir mit Zweien an und dann kam der Dritte dazu und der Vierte und wir haben uns dann mit der Züchterin angefreundet. So kam das zustande und dann habe ich gesagt, jetzt trainieren wir und machen eine richtig nette Mannschaft daraus. Und Artus als Star ist ja in Tempelhof schon bekannt. Ja, ich habe schon gehört, hier auch in der Zeitung ist hier ein Bild. Er hat schon so ein bisschen Star-Allüren, oder? Ja, er hat jetzt einen eigenen Wagen. Also er fährt schon durch die Gegend. Er reist auch gerne. Wir müssen natürlich aufpassen, dass er nicht von anderen Vereinen abgeworben wird. Mhm. Aber ich sage Ihnen, die Ablösesumme ist so hoch, die wird keiner bezahlen können. Und wie sieht's mit den Fans aus?
Doch, Fans gibt es inzwischen auch. Hat vor allen Dingen auch wahrscheinlich weibliche Fans, oder? Oh ja. Er wird langsam zum Mann, wir spüren es. Und dann schaut er sich schon die hübschen Damen an. Und die hübschen Damen schauen auch gerne hinunter. Ein Kater mit Wagen sieht man ganz. Und wie sieht denn die Zukunft aus von den FC Werder Kids? Naja, wir trainieren gut und es kommen ja Großereignisse wie die EM in der Schweiz und Österreich. Und dann hoffen wir uns natürlich 2010 ins schöne Südafrika zu reisen. Und bis dahin bleibt mir nur zu sagen, go Werder Cats, weiter so. Danke. Und ich danke Ihnen, dass wir hier Zuschauer sein durften bei diesem tollen Ereignis. Danke. Bis nächste Woche. Tschüss. Also was ich ja von Lena erfahren habe, ist, dass sie sich drum gerissen hat, ja, den David Beckham dieser Katzenmannschaft vor sich herzuschieben. Sie rennt oben noch bei uns in der Redaktion rum mit diesem Kinderwagen und will immer nur King Arthus vor sich herschieben. Lena, du musst auch wieder mal arbeiten. Also ich hoffe, dass du eines Tages wieder hier zurückkommst und für uns wunderbare What's Hot-Kategorien aufspürst. Wo gibt's denn sowas?